Film vom ZDF und natürlich zur Neutralität verpflichtet. Deswegen die Frage, wer ist an allem schuld und warum sind es die Grünen? Weil sie schuld sind, weil die alles verändern wollen, machen doch nichts. Sind doch keine Spezialisten, sind doch als Quereinsteiger. Ja. Mit abgebrochenem Studium. Wir haben Kinderbuchautoren, die werden Minister. Kinderbuchautoren, ja. Ja. Mhm. Was würden Sie machen, wenn bei Ihnen Wahlkampf wäre und ein Grüner wird an der Tür klingeln? Ja, den lasse ich gar nicht rein, weil das sieht ja schon, wieder ausschaut. Das sieht ja schon am Hochschul. Ja. Wie schaut er aus? Er ist schon anders gekleidet. Wie sieht er aus? So schlapperig. Hab ich nicht. Der ist kein Politiker, sondern der ist ein Buchautor und da hätte dabei bleiben sollen. Und die Lang ist eine Frau, die hat noch nie eine Stunde gearbeitet. Ja. Pass mal auf, ich bin Landwirt. Ja. Bauer. Ja. Da haben wir jetzt einen Landwirtschaftsminister, einen Cem. Ja. Ein Cem. Ja. Habe ich irgendwo mal gelesen, sein Hintergrund von der Landwirtschaft ist, weil sein Großvater in Anatolien ein paar Gassen gehabt hat. Das ist der Hintergrund von der Landwirtschaft. Ja. Wir haben alle schwimmen gelernt. Ja. Was passiert heute? Die Jugend säuft ab, weil sie zum Teil nicht mehr schwimmen lernen können. Was hat das mit den Grünen zu tun? Im Moment nichts. Hier in Bayern zum Beispiel, was mir auffällt, es gibt ja relativ wenig Windräder. Das ist ja auch so ein grünes Projekt oder so. Sollte es hier Windräder nach Bayern, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben so viele Schwachsinnige. Ja. Dummstudierte, doofe, junge Leute in Deutschland, nicht alle, Gott sei Dank. Ja. Die studieren bis 26, 28, 30 Jahre, dreimal ums Eck. Ja. Ja? Ja. Und was kommt am Schluss raus? Was? Ein dummer Mensch. Ein dummer Mensch. Und wo geht er hin? Er geht in die Politik, zu den Grünen. Ja, okay. Alles klar. Also so. Oder? Ja. Oder? Er geht aufs Arbeitsamt. Könnten Sie was mit einer veganen Weißwurst anfangen? Würde nie probieren. Haben Sie schon mal jemals in Ihrem Leben vegetarisch ein Produkt gegessen? Nein. Nur Fleisch? Ja. Nur Fleisch. Und mit diesen schönen Worten gebe ich zurück ins Studio. Das ist was Veganes, oder? Das ist vegan, würde ich nie anfassen. Schau schon fürchterlich aus. So, Aufnahme. Piep. Hallo. Dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.